Hallo und herzlich willkommen im Sportfunk auf meinem Kanal. Ich begrüße recht herzlich zu einer weiteren Runde International Transport in der Season 2. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich seid jetzt alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind zurück hier im Palermo, meine lieben Sportsfreunde. Der Günther hat uns geladen. Wir haben schöne neue Wechselbrücken gekriegt. Die hat er uns auch im Hafen von Palermo abgeholt. Die werden uns jetzt dann die nächsten Folgen begleiten. Schön neu, die Plane glänzt. Hervorragend. Ja, so wie ich verstanden habe, werden wir hier Wechselbrückengeschäft aufbauen zwischen München und Palermo. Im Sportsfreunde Licht einschalten und dann geht da so ein Gates auf Richtung San Giovanni, müsste es sein. Grüße gehen raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass es hier den Weg zu mir in die International Transport gefunden habe und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten, meine Sportsfreunde. Genauso wie Grüße rausgehen an meine ganzen YouTube-Kollegen, in erster Linie hier an meinen Mentor, an meinen Freund, den Meister der Classic Trucks, an Tracker Andal, der was hier auch in diesem Let's Play, in diesem Universum, so muss ich schon mittlerweile dazu sagen, weil ich habe ja mehrere ETS-Universen, hier meinen Chef ist von München. Genauso wie auch Grüße rausgehen an meine anderen Kollegen, natürlich an Maisi on the Road, an Hermann M. Punkt, an Micha von der ETL auf Achse, an den lieben JJ on Tour, Badora, spielt deine die virtuellen Trucker Stories, und die ganzen anderen lieben Kollegen, die was bei mir hier verlinkt sind. Schaut mal vorbei bei den Jungs, die machen alle absolut geile Projekte, alle absolut geile Videos. Hinterlasst einen Daumen nach oben. Ein nettes Kommentar würde mir und meinen YouTube-Kollegen natürlich helfen. Im YouTube-Algorithmus, meine lieben Sportsfreunde. Und wer Lust und Laune hat, der kann uns gerne abonnieren. Die Glocken hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus oder von unseren Kanälen mit etwas Neuem weitergeht, nichts mehr Neues versammelt werden, meine lieben Sportsfreunde. Wir hören uns mal ein Radio dazu. So, da. Und dann würde ich sagen, auf geht da, der Peter. Palermo, absolut geil. Also, richtig gut gemacht. Ich war zwar noch nie in Palermo, ich habe aber Bilder gesehen. Richtig gut gemacht. So, es gefällt mir auch ganz gut. Das heißt, wir werden dann Villa San Giovanni, das ist das Palermo. Genau, wir werden dann da übersetzen. Dann werden wir schauen, was wir hier eine Rückladung kriegen. Erstmal telefonieren mit München. Also ich gehe mal davor, dass ich mit München telefonieren muss. Also es ist mir nichts anderes zugetragen worden. Es ist mir nichts anderes zugetragen worden. Zu der Zeit, wo seit, mein Cousin gerade hier sagen, zu der Zeit, wo wir jetzt hier unterwegs sind, ich sehe jetzt, ich habe kein Auto, Telefon, gar nichts. Ein Telepass habe ich jetzt zwar erinnert, ich glaube, den habe ich schon in der letzten Folge auch erinnert gehabt, weil da war ich mir nicht sicher, ob es ihn schon gegeben hat oder nicht.
Also die Go-Box soll es definitiv nicht geben, aber sei es jetzt mal hin, haben wir jetzt auch die zweite Arena. Ich glaube, sie haben auch schon beim letzten Mal gehabt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Schon eine Zeit her. Und dann haben wir da bei der Firma dann da drüben eben mit München telefonieren, schauen, was Sache ist. Dass wir dann nach Hause kommen, irgendwie. Und irgendwie so. Natürlich hoffe ich immer nur, dass sich der Anteil erbarmt und mich von den Hänger zu Gora holt. Aber wenn es jetzt so heißt, vom Günther schon, es wird da Wechselbrücken gekauft, damit dass man da eben fürs Stückgut, fürs Sammelgut da ein Geschäft aufgebaut wird, werde ich wahrscheinlich bis zur Rente auf den Lastern sitzen. Den her. So. Also wer sich fragt, was das Blau ist, das ist so eine Karten, die was kaufen kostet. In Italien, da wo Geld oben ist, man kostet dann mit ihm die Maut zahlen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, habe ich nie gehabt. Ich kenne eigentlich nur den Telepass oder halt Barzahlung. Aber es sollte anscheinend eine ganz praktische Sache sein. Vor allem, wenn man jetzt im Urlaub ist. Wie gesagt, da müsst ihr selber dann die Erfahrung machen, wenn ihr nach Italien fahrt. So, einmal ist endlich wieder Spaß gekommen. Jetzt nach der langen Zeit für mich. Wird es jetzt wieder lustig werden, mit dem Drehschemel fahren. Aber das ist nichts, was man nicht wieder hinkriegt. Also, wer sich fragt, warum das jetzt hier Musik hat, ich habe mir vom YouTube Studio, ist kostenlos, habe ich mir jetzt Musik gedownloadet, das ist auch kostenlos, zum Musikrad eingeführt, damit dass man da ein bisschen so eine Musik haben, sag ich jetzt einmal. Ich weiß halt, wenn das vom Wolli das Ding Kilometeranzeige hätte, aber Messina ist da, schön die Berge hier im Hintergrund. Ich werde erst auf die 1,50 skippen, also aufvizieren, wenn die Euronet-Map auch für 1,50 raus ist. Meine lieben Sportsfreunde, ich sage es in dem Projekt auch noch einmal dazu, weil eben wir brauchen den Mod von den App 2000, weil ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Dann bei der 1,50 ist das erste und zweitens die Euronet-Map ist sowas von geil, also auf die will ich jetzt schon gar nicht mehr verzichten. Auf die wollen wir schon gar nicht mehr verzichten.
Schützen im Tankhaus. Heute früher. Das geht sich schon mal aus. Fühlt euch 5 Minuten an Mautstation. Bei 30 Grad schon, das passt da ganz gut. Also ich nutze die Möglichkeiten, wenn wer jetzt schaut und der ist okay, in Italien im Tunnel überholen, generell im Tunnel überholen ist verboten, wo kein Schild steht, da mache ich Tempo. Den jetzt her. So, da, Messina sind wir schon da, dann werden wir gleich mit der Fähre umsitzen. Aber manche Lieder haut es da ja Tommy für Däme. Und dann. Alter, eine Freude, wenn du auf die italienischen Städte fährst. Ich liebe das italienische Flair. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Italien-Fan vom Urlaub machen her. Warum auch immer, ich glaube, das hat das damit zu tun, dass ich im Film in LKW in Italien war. Also, mein See ist ein Rührheitstor von mir. Mein Senior-Chef, der sagt geil, weil er liebt Italien. Er hat das geliebt, da unten mit Lastern zum Fahren, aber zum Urlaub machen ist er ja woanders gefahren. Da hat er ein bisschen die. Aber das ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich. Bock noch. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen, gibt es da in Messina eine geheime Straße, was man erledigen kann? Hatten? Entschuldigkeit. Mal so wie die eine oder andere, was jetzt hier neu ist. Ich bin jetzt nicht der was. Der absolute Motor oder Mapper oder wie man das nennt, dass ich den Verkehr aufpassen kann auf die Zeit. Also wer da richtig gut ist, das ist der Truckhander, der ist da richtig gut. Ich bin da eher mehr der pragmatische, ich stimme das jetzt vieles da in das da hinten alter Mercedes ist. Der was da fährt. Da hätten wir jetzt fast die Rotphase übersehen. So, dann muss gerade krumm bleiben, dann können wir nämlich da rum. Jawohl.
Oben hat man gesehen, auch für Gefahrengutschein gekennzeichnet. Also es müssen die Stühle sein. So, auf die Fähre. Wenn es schon da steht. Und übergesetzt, da die Sonne. €46 auf dem Nacken da. International Transport. So. Die Ausweiter. Was sind wir schon da? Schaut mal ein bisschen verlassen aus, das Ganze. Aber ich würde sagen, ich gehe mich mal umhalten und dann sehen wir uns dann nachher wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, der nächste Tag. Mann, das war wieder ein Erlebnis hier. Das war ein echtes Erlebnis hier. Alles mit der Hand abladen, alles auf andere Paletten umschlichten. Wir haben sie zum nächsten Tag um 12 Uhr. Nach 12 Uhr. Jetzt müssen wir für ein Geschäft laden. So was jetzt hier in der Nähe ist. Für Rom, für den Hafen. So. Ja, das wird sicher spaßig werden. Was aufgeschrieben. Oh, wenn du nicht fährst, dann fahr ich. Der ist klar italienisch. Da ist es die Straßen. Ah, das heißt jetzt ein bisschen suchen. Aber ich glaube, ich bin schon mal wieder falsch. Die Straße hat das Navi nämlich nicht gefunden. Der Fix. Komplett falsch. Da bin ich eher in einer Wohnsiedlung, also in einem Geschäftsbezirk. Ich werde jetzt mal da fragen gehen. Jetzt werden wir nichts anderes nutzen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine lieben Spaßfreunde. Da nehme ich jetzt wieder mit dazu. Ich bin gerade auch nicht zu weit gefahren, hat man die gesagt. Aber da hinten war ein schöner Wendeplatz, deswegen
Sind wir jetzt da daheim? Da, ich bin, wir sind da umgestanden und das ist da herunten. So, jetzt hat. Jetzt da einer. Ich glaube, dass wir da so besser drauf sind. Wenn wir da rückwärts einstoßen. Machen wir das Fenster auf, kann ich mal sagen. Ich weiß nicht, Spiegel war das besser, aber. So, dann haben wir das da. Da dann da rein. Schwierigkeitsgrad Stufe eigentlich easy. Jetzt. Ah, das ist viel hoch. Der Draht sieht viel hoch. Aber wir müssen jetzt da den Anhänger um das blaue Auto sitzen, weil das Geschäft nämlich da am Eck ist. Hat man mir gesagt. So. So, wenig, 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 wenig. Ja. Das ist heikel, das können wir jetzt nicht reifen, ein Auto zu nageln. Da rein. So. Gibt es so, ich liebe es ja, wenn es wieder. Jetzt wird es schwierig, aber es heißt immer die Song lassen. Niemals ist der nächste Mal Song lassen von enger Zugfahrer. Umso enger das etwas ist, umso eher lernst du es. Ist eine Real-Life-Story. Umso enger das etwas ist, umso eher lernst du es. Ist so einfach sicher, ne? Jetzt müssen wir gerade den Arsch auch dran. Ah, schau, der Schatten da drüber. Das war jetzt ein bisschen wie zu viel. Aber man sieht ja einen Lernerfolg haben auf Ende der Folge, da jetzt mal sagen. So. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine Aktion werden, oder? Das wird jetzt wieder so eine Aktion werden. Plane auf und dann stehen bleiben. So. Wenn ich im Sportsfreunde Licht aus. Fenster ein bisschen zumachen. Lass mal ein bisschen offen. Wir haben kein Klima. So. Ich hoffe, dass jetzt das passt. Steigen wir mal aus.
So, Türe zu. Gehen wir mal schauen. Der Boden ist nochmal fest, das passt nochmal gut. Um das Geschäft handelt es sich da anscheinend. Mal schauen wir, ob wir da überhaupt richtig sind, meine lieben Sportsfreunde. Ob wir da überhaupt richtig sind, ein bisschen kann man glaube ich noch zurückgehen. Mal schauen wir mal. Hallo? Hallo? Okay, hier keiner. Ich glaube, dass das schon wieder anders Geschäft ist. Okay. Schauen wir mal. Da ist niemand. Da ist niemand. Ja, müssen wir mal schauen, Telefonzelle, Günther rufen oder einen Anderl rufen, was da Sache ist, was da Phase ist, dass die da den Kunden rufen, weil ich stehe jetzt da, aber es ist von unseren Kunden niemand da. So. Gehen wir mal schauen. Oder wir finden, zumindest eine Telefonzelle finden. Jetzt doch mit dem Lastwagen durch die Gegend fahren, mag ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, das ist halt zu der damaligen Zeit so Sache gewesen. Autotelefon hat es krass gegeben, ist man dann auf dem Sprung gewesen, eine Telefonzelle zu suchen. Aber naja, das wird jetzt nicht ein Problem sein, meine lieben Sportsfreunde. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde ich mich auch freuen, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken hier aktivieren, so dass wenn es hier aus den International Transports weitergeht, nichts mehr Neues versandt wird. Und dann wünsche ich noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt, Kind vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.